KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom KinoCast. Und ihr werdet euch vielleicht wundern, die Sendung kommt jetzt schon am Samstag. Uiuiui. Was? Es ist nichts kaputt. Es ist noch nicht Sonntag. Keine Angst. Euer Kalender geht richtig. Ihr habt noch einen Tag frei. Es ist noch, ja. Hallo Kate. Hi. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Erik. Und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, genau. Auch die Hörerinnen begrüße ich natürlich auch. Ja, nee, wir nehmen heute mal schon ein bisschen eher auf, weil ich morgen unterwegs bin und deswegen sprechen wir jetzt über die Filme, die wir gesehen haben, nämlich die Sneak Preview der Innenstadtkinos der vergangenen Woche war die deutsche Produktion Sonnenplätze, auf die wir lange warten mussten, weil die sollte schon ein paar Mal in das Sneak kommen, dann kam sie doch nicht, weil sie auf irgendeinem Festival laufen musste, dann sollte sie doch wieder kommen, kam dann doch nicht, weil sie doch wieder irgendwo anders kommen. Jetzt haben wir sie endlich gesehen, darüber sprechen wir dann, Sonnenplätze. Dann habe ich im Kino noch gesehen Bad Boys, Ride or Die. Mal gucken, was der vierte Teil der Bad Boys-Reihe halten kann, ob er das halten kann, was er verspricht. So. Dann schauen wir uns natürlich an, wie die Charts und die Neustarts der Woche aussehen. Und Kate hat noch eine Serie geschaut aus Mangel an Beweisen. Da habe ich, glaube ich, auch die ersten zwei Folgen geguckt, wenn ich mich recht erinnere. Jo, lass mal anfangen. Sonnenplätze. Chris, magst du da was drüber sagen, oder? Ich glaube, am Anfang hast du diesmal nämlich nicht viel verpasst. Also. Okay, Sonnenplätze. Da geht es um die junge, aber auch nicht mehr so junge, End-20er. 27, ja. Ja, End-20erin. Samuela. Samuela, ne? Samuela, genau. Die hat ein Buch geschrieben und möchte das irgendwie hier so publizieren lassen. Also Julia Windischbauer spielt die Sam, die Samuela. Und die hat gerade keine so einfache Phase. Die wurde irgendwie von ihrem Freund sitzen gelassen, ist da aus der Wohnung rausgeflogen, geht dann zu ihrer Mutter, mit der sie allerdings auch eher so ein schwieriges Verhältnis hat. Von dem Freund dort sitzen lassen, das war natürlich. Das hast du, glaube ich, am Anfang da doch noch nicht gesehen. Da ist sie quasi in der Wohnung und sie lottert da nur rum, ja, und sagt, ja, sie schreibt ihr Buch und so weiter und sie sieht total verlottert aus und der Typ sagt, ja, so geht's nicht weiter und du musst dich hier auch ein bisschen mit beteiligen, wenigstens irgendwas machen, aufräumen, wenn du schon nichts bezahlst von der Miete und weil sie sagt dann immer, ja, ich zahle meinen Anteil, aber sie ist schon irgendwie 10 Anteile schuldig und so und da schmeißt du sie dann raus. Also das ist das Ende gewesen. Ja, okay. Für mich hat sich das so dargestellt, als ob er sie irgendwie da, was er sich auszulassen hat. Und ja, also bei ihr geht gerade alles so ein bisschen Bach runter. Ihr Buch wird abgelehnt, ihre Beziehung ist zu Ende und sie weiß gar nicht so richtig, wohin mit sich. Und es führt halt eigentlich auch eher so ein Lotterleben. Zieht dann kurzzeitig bei ihrer Mutter ein, trifft da dann wieder auf ihren Bruder Frederik? War das der Bruder? Das weiß ich gerade gar nicht, wie der hieß. Es müsste. Ich such's mal raus, erzähl mal weiter. Frederik gewesen sein. Ihr Bruder Frederik, ja, ich hab's schon rausgefunden. Gespielt von Jeremias Meyer. Und der ist hochbegabt am Piano, der ist da richtig gut irgendwie unterwegs, aber weiß das auch sehr gut zu verstecken und um seine Ruhe zu kriegen. Und ja, wie gesagt, mit ihrer Mutter ist nicht so ganz einfach alles und der Vater ist irgendwie. Der Stiefvater. Das ist der. Oder? Nein, du weißt ja gar nicht, was ich sagen will. Ach so. Von dem Vater ist nämlich noch gar nichts zu sehen. Da kommt dann mehr oder weniger raus, dass es den Vater auch nicht mehr so wirklich gibt gerade. Der ist nämlich ja wohl so ein Stück weit auch untergetaucht und weg. Deswegen hat die Mutter ja einen neuen Freund, den Mark, gespielt von Jeremy Mockridge. Und der ist halt 2 Jahre älter als Sam, als Samuela, als Sam. Und jedenfalls, die sind sich alle nicht ganz so grün. Und dann beschließt sie eben, oder dann sagt sie eben, sie braucht ein paar Tage Abstand, sie braucht ein bisschen Ruhe. Sie muss nach Lanzarote, weil da haben sie ein Ferienhaus und da ist sie irgendwie auch aufgewachsen. Und die sind alle relativ gut betucht, weil eben der Vater Jo ein recht erfolgreiches Buch geschrieben hat.
ist also ein ehemaliger Bestseller-Autor und deswegen dann auch, ja, sie fühlt sich natürlich auch so mehr oder weniger da berufen, das sowas zu machen. Und bucht dann über die Kreditkarte ihrer Mutter einen Flug nach Lanzarote. Ihr Bruder sagt, ich komme mit. Und das schließt sich da an. Und dann schlagen sie in Lanzarote auf und dem Haus. Und da wohnt jemand. Und dann sind sie erstmal so, was ist hier los? Und hören dann Schüsse, weil die Person schießt vom Balkon gerade auf irgendwelche Vögel, auf Wachteln oder sowas. Und tatsächlich ist es ihr Vater. ihr Vater, gespielt von Nils Bormann, der sich eben dort einquartiert hat, um seine Memoiren zu tippen, auf einer alten Schreibmaschine, wo keine Vokale funktionieren. Und ja, der beschließt dann auch mehr oder weniger so ein bisschen, boah, jetzt greife ich der meiner Tochter hier unter die Arme und dann schicken sie eben das Manuskript, was sie zwischendurch in so einer Plattform hochgeladen hat, wo man sie supporten kann, wo man einzelne Kapitel einschicken muss erstmal immer und dann gibt es eben die Supporter, die sagen, hey, wir wollen da mehr von lesen oder hey, wir haben noch die und die Anregung, schreibt es doch mal um oder schreibt es doch mal anders und dann sollte man da auch wieder drauf eingehen und das Buch eben von ihr heißt Sonnenplätze, weil das ist quasi die Fortsetzung von dem Roman vom Vater, dessen Romantitel habe ich leider vergessen. Hieß es nicht Verbrannte Erde, ihr Buch? Aber ist egal. Nee. Wollte sie es, glaube ich, so nennen, aber sie haben es dann auch Sonnenplätze umgemodelt. Naja, zu viel brauchen wir jetzt auch nicht erzählen. Über die ganzen so viel brauchen wir es halt nicht erzählen, außer dass es halt noch zum großen Showdown kommt, als nämlich ganze Family, die Mutter auch noch aufschlägt in dem Haus in Lanzarote und sehr, sehr viel Family-Drama dann über die Bühne geht. Ja, es geht also um Familienkonflikte, um Probleme, um die Eskalation darin und ja, dass das irgendwie vieles nichts Ausgesprochenes wird ausgesprochen und auch doch nicht und ja, ich weiß nicht, ob ich arg viel vergessen habe und meinem kann man schon entnehmen. Ja, ich bin mir sicher, dass wir sehr viel vergessen haben, aber das kann man halt auch vergessen, das ist halt zum Vergessen. nee. Ja. Also, Dramedy halt. Familientragikomödie, eine Dramedy. Eine deutsche ZDF Samstagnachmittags Dramedy, die man am nächsten Tag wieder vergessen hat. Also das ist ja, ich meine, das ist ja so ein, ich glaube, so ein von der Filmschule irgendwie in München oder so, wenn ich mich recht erinnere, produziert oder irgendwie sowas stand da, ne? Irgendwie war ja natürlich auch Bayerischer Rundfunk produziert und Arte und hast du nicht gesehen. Und ich glaube, deswegen lief der auch auf so Festivals und ja, aber da, ey Leute, da mal ein bisschen mehr Mut, also wirklich, wenn man so einen Film da rausbringt, also das war ja gähnend langweilig, Facepalm ohne Ende. War ein bisschen anstrengend auf jeden Fall, ja. Anstrengend, sagen wir's so. Ja, weil die Personen handeln einfach nicht so, wie, es war einfach unglaubwürdig auch, wie die Personen gehandelt haben. Und das war jetzt nicht so überspitzt, dass man sagt, ja, das ist ja herrlich absurd, sondern das ist eher so wie, ach nee, komm jetzt wirklich, also ja, also das, also die beste Person ist hier wirklich noch der Stiefvater, hier der Jeremy Rocket, der Mark gewesen, der da immer irgendwie so, ja, irgendwie noch ein bisschen Coolness reingebracht hat und seine Rolle halbwegs gut gespielt hat, weil die anderen. Ich habe eine Frage. Ja. Ist der mit Luke Mockridge verwandt? Bestimmt. Ich gehe davon aus. Ja, er hat zumindest auch mal in der Lindenstraße mitgespielt und ich denke mal, das ist einer von dem Mockridge-Clan, wo der Vater, der spielt da glaube ich auch bei den Rentner-Cops mit und so. Ja, hätte man so viel mehr draus machen können, weil... Geschwister Liam Mockridge, Luke Mockridge, Nick Mockridge, Matthew Mockridge, Leonardo Mockridge, Eltern Bill Mockridge, Margie Kinski. Kinski ist auch noch mit drin. Okay. Ja. Die Tochter von Genilde Gräfin Kinski und Filippo Dotzi. Uiuiui. Naja. Also aus der, so, aus der Story hätte man schon mehr machen können. Gerade das ganze Thema, dass sie ja von dem Vater so ein bisschen nacheifert, der sie ja damals verlassen hat, die Familie, als sie noch klein war. Und sie hat das halt immer so ein bisschen auf die Mutter geschoben.
dass sie dran schuld war, dass er gegangen ist, aber wir erfahren ja dann, ja, das war gar nicht so und sie eifert halt dem Vater nach mit ihrer Schriftstellerkarriere und kriegt es aber irgendwie nicht so richtig gebacken und muss dann aber feststellen, dass es ihr Vater ja eigentlich auch nicht gebacken kriegt. Er hat halt einmal diesen Zufallserfolg gehabt und dann struggelt er die ganze Zeit nur so rum und lebt halt in diesem Ding auf Lanzarote, weil er sich sonst nichts leisten kann und so. Also das ist schon, da hätte man durchaus mehr draus machen können, aber die fahren halt immer und ständig laufen sie irgendwo durch die Gegend. Ständig wird irgendjemand irgendwo sitzen gelassen und läuft dann über diese Insel und das wird dann ewig begleitet mit der Kamera, wie dann irgendjemand da langläuft und oh, das war ja so nervig, ey. Nee. Also, wenn ich das richtig sehe, oh, nee, doch nicht. Ich gucke gerade in die Wertung hier auf kinocast.net. Da ist ja die Range von 1 Punkt bis 8 Punkte mittlerweile, obwohl der eine so gefühlt ein bisschen Ausreißer nach unten, das ist nur eine Stimme. Also der eigentliche Pack geht dann los ab 4 Punkten, also zwischen 4 und 8. Sogar drei Leute haben für 8 Punkte gestimmt und die Weiterempfehlungsrate sagen 72% nein, empfehlen nicht weiter und 27% sagen ja, 27,8. Also schwierig. Ich hätte gern mal von irgendjemand, der aus diesem vorderen Feld ist, hier aus dem 8-7 Punkte und Weiterempfehlung, würde ich gern mal wissen, was da so jemanden mitgerissen hat bei diesem Film, weil ich kann es nicht nachvollziehen. Wirklich, also das ist selbst mit viel guten Willen kann ich es nicht nachvollziehen. Ja, aber ich möchte an der Stelle mal ganz kurz sagen, das ist die zweite Abstimmung, wo wir über kinocast.net laufen lassen. Und auch die wird wieder sehr gut angenommen. Also da vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Finde ich super schön, dass da die Leute auch kommen und das darüber machen, weil für uns ist es tatsächlich übersichtlicher als dieses Facebook-Gedöns. Und ich denke auch, wir sind da einfach ein bisschen offener und können das auch auf mehr Kanälen gleichzeitig richtig schön raushauen. Deswegen da danke an alle, die da fleißig mit abstimmen. Ich hoffe nicht, dass der Erik mit 5 Handys dran hockt und 5. Nee, das Interesse habe ich da auch nicht, da Ergebnis zu verfälschen. Ne? Aber ich will auch nicht hier unbedingt da so großartig Sperren reinbauen oder sowas. Ich verlasse mich einfach drauf, dass das coole Leute sind, die da mitmachen. Ja, passt schon. Also ich sehe auch so ein bisschen die IPs, die werden ja für eine gewisse Zeit gespeichert, bevor sie dann gelöscht werden wegen Datenschutz. Da sehe ich so ein bisschen, ob da irgendjemand 10-mal abstimmt oder so. Also bis jetzt läuft alles halbwegs im Rahmen, würde ich sagen. Ja, deswegen, ja, ich glaube, ich liege da auch. Ich weiß gar nicht, ob ich habe hier 4 Punkte, ich habe für 4 Punkte abgestimmt, aber irgendwie jetzt rückblickend, ich bin, glaube ich, nur noch bei 3. Ich lasse aber meine Stimme auf kinocast.net, lasse ich bei 4. Also die Ende kannst du gar nicht ändern. Ja, ich meine, ich könnte ja noch mal abstimmen jetzt für 3 oder so. Dann ist wenigstens. Ja, dann müsstest du für 2 abstimmen, dann ist es wieder ein 3 im Schnitt. Nee, ich lasse lieber. Nee, aber nein. Hier bei uns im Kinocast, ich gebe mal 3 Punkte. Weil der war wirklich, da hätte man so viel mehr draus machen können und ja, hat mir nicht gefallen. Ich fand es sehr langweilig. Also ich bin tatsächlich bei 4 Punkten, also ich würde ihm 3,5 geben, aber ich gebe ihm dann aufgerundet 4, weil ich tatsächlich ab und zu mal lachen musste und das fand ich dann sehr schön. Das war teilweise schon lustig. War das ein beabsichtigtes Lachen oder war das eher ein... Nein, es gab schon lustige Szenen. Okay. Also völlig abstruse Szenen fand ich und deswegen... Aber nochmal würde ich ihn nicht anschauen und empfehlen würde ich ihm niemanden. Einmal habe ich gelacht. Also vorbei war vor Freude? Ich möchte es jetzt nicht spoilern, weil die Szene, es gibt ja diesen Immobilienmakler, mehr sage ich jetzt mal nicht. Ja. Und als dann eine gewisse Offenbarung stattfindet, da musste ich kurz mal lachen. Ja, das war aber glaube ich auch das einzige Mal. Die anderen Male habe ich gedacht, meine Güte. Meine Güte. Ja. Ja. Kommen wir mal zu den Sneak-Tipps. Wie lautet denn da der Sneakmaster-Hinweis der Woche? Kohle scheffeln, lautet der Tipp. Schon was und da sind auch Tipps eingegangen. Also zum einen sagt der Erik den gleichen Tipp wie letzte Woche nochmal, und zwar 2-1. Und das sieht es nach Geldwäsche aus auf dem da geht es glaube ich, am Ende der DDR, da war es ja dann so, du konntest deine Ersparnisse 2-1 dann umtauschen in Westgeld. Ah ja, das kann natürlich. Kohlescheffeln, das passt dann natürlich. Und die finden dann irgendwie einen Haufen DDR-Mark und versuchen das dann noch irgendwie umzutauschen. Deswegen
Sieht sehr lustig aus. Würde ich gern sehen, tatsächlich. Dann haut der ein gewisser Alex noch raus, Alien Romulus. Glaube ich nicht, dass der bei uns in der Sneak Preview in Stuttgart Premiere feiert. Ausgebuddelt oder so. Wenn der weltweit noch nicht mal Premiere hatte, glaube ich nicht, dass der am Montag in Stuttgart Premiere feiert. Und dann gibt es noch den Tipp von Martin. Und so. Der tippt einfach immer. Ich finde das super. Auch jetzt auf der neuen Plattform. Mhm. Micha denkt groß. Ja. Könnte auch passen. Genau. Wäre auch wieder. Also ich denke mal, kommt einer von den zwei deutschen Filmen hier. Schauen wir mal. Haben wir letzte Woche schon gute Erfahrungen gemacht mit Sonnenplätze, mit einem deutschen Film. Mal gucken, vielleicht kommt diesmal was anderes. Ja, ich war jetzt endlich mal im Kino in Bad Boys, Ride or Die. Den vorhergehenden Film, der war irgendwie, war der während Corona oder irgendwas war da? Der lief, glaube ich, in Corona im Kino, aber ich habe ihn dann zu Hause geschaut und ich kann mich erinnern, der hatte mir nicht so richtig gefallen, der vorhergehende. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Der hieß auf jeden Fall nicht Bad Boys 3, der hieß irgendwie anders. Jedenfalls war ich da ein bisschen, naja, zwiegespalten, was jetzt den neuen angeht. Und in dem neuen Film ist so, also sie werden natürlich auch nicht jünger, Will Smith und Martin Lawrence. Und allein schon die Eröffnungsszene hat mich aber gecatcht gehabt und das fand ich schon mal echt cool. Und es geht dann eigentlich darum, dass der ihr fast, ja, kann man ja sagen, väterlicher Freund, der Abteilungsleiter bei ihrer Einheit, der ist ja irgendwann in den vorhergehenden Teilen ist er gestorben und dem wird jetzt aber was angehängt, nämlich da gibt es so ein paar böse Buben, die düstere Machenschaften hegen und die schmieden da eine Intrige, dass zum Beispiel Geld von dem organisierten Verbrechen auf das Konto von dem ehemaligen Captain Howard überwiesen wird und dann wird er halt beschuldigt, da mit den Drogenkartellen zu tun zu haben und die zwei wollen das eben dann aufdecken und ja, ermitteln dann in ganz unruhigem Fahrwasser, denn es gibt wahrscheinlich auch bei der Polizei von Miami da irgendwelche Leute, Maulwürfe oder schwarze Schafe und da müssen sie halt ganz vorsichtig vorgehen. Ja, bei dem Film, im Gegensatz zu dem vorhergehenden Film, hatte ich wieder extrem viel Spaß. Also das hatte wieder dieses richtige Bad Boys Gefühl aufleben lassen. Da waren coole One-Liner drin, manchmal auch Two-Liner. Es ist wahnsinnig gut gedreht gewesen. Ich hatte ja auch schon mal auf Instagram diesen Clip geteilt, wo man sieht, wie das gedreht wurde. Also wo Will Smith so eine Kamera bei sich an der Brust hat und wo er dann quasi so First-Person-mäßig seine Pistole filmt und dann dreht sich die Kamera so und filmt ihn und so weiter. Und die Szenen, die damit gefilmt worden sind, die man in dem Film dann sieht, sind wirklich sehr beeindruckend und cool gemacht. Und auch der Showdown, der ist der absolute Hammer, das steigert sich immer weiter und haut immer mehr drauf und hat mich richtig gut begeistert und mitgenommen. Und wer die Chance hat, diesen Film noch im Kino zu sehen, dem oder der würde ich den Film auch empfehlen. Denn ich gebe hier tatsächlich 7,5 von 10 Punkten. Der hat echt Spaß gemacht, der Film. Geile Musik, geiler Soundtrack auf jeden Fall, wie auch beim ersten und beim zweiten Bad Boys Film. Bei dem dritten hat er mir ja nicht ganz so gefallen. Aber diesmal ist er wieder richtig gut. Es sind auch wieder viele, ja, so ähnlich wie bei bei anderen Filmen, wo sie dann die aus dem ersten Teil nochmal wieder aufleben lassen, wie bei Axel F. zum Beispiel, da kam ja auch immer die Musik nochmal wieder aus dem ersten Teil und so. So ähnlich ist es hier auch. Also hier wird sehr viel richtig gemacht bei dem Film und kann man sich durchaus mal anschauen. Ich denke mal, der ist jetzt bald raus aus dem Kino. Der wird bestimmt bald irgendwie bei irgendeinem Streaming-Service dann erscheinen, schätze ich mal. Ich gebe mal kurz ein. Bad Boys Ride or Die bei Wer streamt es? Mal gucken, ob da was drin steht. Nee, da steht noch gar nichts drin. Aber ich denke mal, es wird nicht mehr lange dauern. Ich hab dazu auch noch eine Frage, Erik. Ja? Gibt es eine Ohrfeigenszene? Nee, habe ich auch drauf gewartet, dass er irgendwie jemanden mal slappt oder so. Aber es gibt sehr viele Cameo-Auftritte mit diversen Personen. Teilweise manchmal nur im Hintergrund, wo man echt genau hingucken muss. Und eins werde ich mal so verraten, da ist, ihr kennt doch diesen einen Typen, der dieses Internetphänomen, der immer so einen ganz breiten Mund macht, immer so, weißt du, wisst ihr, was ich meine? Lässt sich nicht schlecht ohne Kamera. Dieser, ja doch, ich weiß ungefähr, was du meinst, ja. Genau.
Und, ich hoffe, ich meine das Richtige. So genau, und der Typ läuft halt im Hintergrund mal, wo was passiert ist, rum, dreht sich in die Kamera, macht so, weil da auch gerade was so war, wo das gepasst hat. Also da waren, sind halt lauter solche popkulturelle Referenzen auch drin. Und wirklich einige davon, richtig viele, manchmal auch irgendwelche Schriften, die irgendwo stehen oder irgendwas, was jemand mal schnell so kurz zeigt oder ein Aufkleber irgendwo. Ja, das fand ich echt gelungen. Wirklich, kann man sich angucken, okay, und Spaß haben. Ich gucke gerade mal, was hat der eigentlich in der IMDb bekommen? Bad Boys, Ride or Die. Mal schauen, wie der da liegt weltweit. Oh, 7 Punkte, ja. Ne, da lieg ich ein bisschen drüber. Du bist gar nicht so weit weg, ja, davon, Junge. Ja, 32.000 Leute abgestimmt. Macht echt Spaß. Angucken, Bad Boys, Ride or Die oder vormerken, auf eure Watchlist setzen fürs Heimkino dann. Und jetzt gucken wir mal, was so Neues anläuft und was in den Charts ist. Kinocharts und Neustarts. Machen wir erstmal die Charts. Oh, da haben wir wieder so ein... Ach hier, warte mal, jetzt steht es ordentlich da. Ich glaube, sie hört uns. Ja, auf Platz 5 in den Stuttgarter Innenstadtkinos. Übrigens, hier ist die einzige Stelle, wo ihr die Charts hört, ne, von den Stuttgarter Innenstadtkinos. Nur hier bei uns, exklusiv. Platz 5 ist Kinds of Kindness, der neue Yorgos Lanthimos-Film nach Poor Things, jetzt der neue. Platz Nummer 4 ist To the Moon. Absolute Empfehlung von uns, geht da rein. Toller Film, ne? Ja, absolut. Platz 3, Führer und Verführer. Da habe ich jetzt ein großes Special gesehen gehabt, mal, wie sie es gedreht haben und so. Sah auch ganz interessant aus. Genau, Platz Nummer 2, ein Film, den die Kate im Kino gesehen hat, und zwar Alles steht Kopf 2. Kurzbezeichnung Kopf 2. auf Platz 1, Kurzbezeichnung Ich 4, ist der Film Ich einfach unverbesserlich Teil 4. Den habe ich ja auch gesehen, fand ich auch extrem gelungen. Und irgendwo in der Ferne liefen, hier oben in der kompletten Liste, steht Platz, ist wahrscheinlich Platz 6, dann ist Maxine, kann man ja mal nicht unerwähnt lassen. Das wird ja auch manche, läuft im, ja, Kino. Ja, da wolltest du unbedingt noch rein, habe ich gehört. Oh nee, da warte ich im Heimkino, kann ich zur Not ausmachen. Okay. Klang aber letztens noch anders dabei. Und ja, jetzt schauen wir mal, was so die Top-Neustarts der kommenden Woche sind. Die sind gar nicht so viele. Schauen mal, also da ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, dieser 2:1 Film, den ich auch für The Sneak getippt habe mit Sandra Hüller, die wir ja kennen aus The Sneak auch, aus Anatomie eines Falls zum Beispiel oder aus dem Oscar-Film, der, wo mir gerade der Name nicht einfällt, die da in dem Auschwitz da leben, in diesem Häuschen neben Auschwitz, genau. Ja. Das Haus des Aufsehers oder sowas? Nee, das hieß irgendwas, hatte einen englischen Titel gehabt. Ach, wer hat jetzt den Oscar gewonnen, Mensch? Ich guck mal, mach du mal weiter. Ja, guck mal, es startet nämlich auch noch die Ermittlung, eine Kinoadaption des Theaterstücks von Peter Weiß über die Frankfurter Auschwitz-Prozesse, ein Dramafilm. Und das war's dann eigentlich auch schon fast. Also Lipstick on the Glass ist, glaube ich, kein Top-Highlight. Ich glaube tatsächlich, dass die alle Angst haben oder alle schon die Flinte ins Korn werfen, weil halt Deadpool und Wolverine anläuft. Da ist ja der Kinostart am Mittwoch. Da müssen wir mal gucken. Also den möchte ich ja schon sehen, Herr Erik. Tatsächlich gibt es auch in Innenstadtkinos gibt's eine Mitternachts-Preview am 23.07. um 23.59 Uhr. Ja, das ist mir aber zu spät. Aber ich glaube, dafür sind wir zu alt. Das ist genau. Also ich ja sowieso, ich kann nicht für dich sprechen, aber ja. Übrigens, The Zone of Interest. The Zone of Interest war der Film. Ah ja, ja. Zone of Interest, okay. So, ja, was haben wir noch? Die anderen Sachen laufen halt alle nicht so richtig an. Genau, wir haben nämlich jetzt gesagt, wir kürzen das alles mal ein bisschen. Das ging immer ein bisschen viel zu lange und so. Deswegen machen wir lieber mal weiter sofort mit den Serien, beziehungsweise mit einer Serie erstmal, die uns die Kate vorstellt. Serien. Aus Mangel an Beweisen ist eine neue Serie auf Apple TV Plus. Wobei man sagen muss, so neu ist es nicht. Es gab das wohl schon mal als Film. In den 1990 als Film. Harrison Ford, ja. Ich glaube auch sogar mit den gleichen Namen und so. Ich kenne den Film aber nicht, tatsächlich. Mit Harrison Ford. Ich kann jetzt nur über die Serie sprechen. Ja, Harrison Ford, ich weiß. Okay, es geht um Jack Gyllenhaal, spielt Rusty Savage. Der ist stellvertretender Bundesstaatsanwalt
Und also zumindest noch, denn aktuell ist das Wahlverfahren für den neuen Bundesstaatsanwalt. Und wenn das ein neuer wird, wird er auch nicht wieder der Stellvertreter sein. Und während dieses ganzen Wahlprozesses und dann auch unklar, ob sein Kollege, den er eigentlich nicht leiden kann, das dann tatsächlich auch wird, passiert ein Mord. Und zwar nicht nur irgendein Mord. Seine Kollegin Caroline Poehler oder so heißt die, glaube ich, wird auf grausamste Art und Weise getötet. Und die Beweise führen leider zu Rusty. Denn der eigentlich Verheiratete mit zwei Kindern hatte eine Affäre mit seiner Kollegin. Und war auch am Abend ihres Todes bei ihr. Was Bilder und entsprechende Videoaufnahmen etc. beweisen. Also es kommt immer mehr, wird dann, also der neue Staatsanwalt schießt sich total auf Rusty ein und ist sich sicher, der war's. Alle Indizien weisen darauf hin und es kommt dann auch zum Indizienprozess gegen Rusty. Ich habe noch nicht alle Folgen gesehen, ich bin erst bei Folge 6, glaube ich. Und ich weiß bis jetzt auch nicht, ob er es war oder nicht. Ich weiß nicht, denn diese Figur Rusty ist sehr, sagen wir mal, zwiegespalten. Also ich sehe da zwei Persönlichkeiten drin. Einmal den liebenden Vater, der seine Frau allerdings betrogen hat, aber auch so ein bisschen einen, den man schnell auf die Palme bringen kann und der dann auch mal laut wird. Würde er jemanden schlagen? Keine Ahnung. Würde er jemanden umbringen? Keine Ahnung. Kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es war. Aber es verdichten sich halt immer mehr die Indizien und seine Familie versucht, auf seiner Seite zu stehen. Seine Frau ist natürlich geschockt von der Affäre und ich weiß nicht, die ganze Ehe steht auf der Kippe. Aber um eben vor dem Prozess oder während des Prozesses auf seiner Seite zu stehen, bleibt sie halt bei ihm. Weil wenn sie sich jetzt trennen würde, wäre das ja ein anderes Zeichen für die Jury, dass er es war, dass sie glaubt, dass er es war. Und um das eben zu verhindern, bleibt sie halt auf seiner Seite der Bank sitzen. Und ja, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo sie eben vor Gericht sind. Und ich hab eine Vermutung, wer es war. Und in meiner Vermutung war es nicht Rusty. Aber ich weiß halt nicht, ob das stimmt. Da muss ich die Serie noch zu Ende gucken. Ich muss sagen, ich finde die Serie ziemlich gut. Ich finde sie spannend gemacht. Ich war immer Fan von Jack Gyllenhaal. Die Rolle gefällt mir eigentlich gar nicht an ihm. Also ich finde, die ist nicht fehlbesetzt, aber ich weiß nicht, ich sehe dann, wenn ich mir die Rolle angucke, was der für ein Typ ist, wen er darstellt, sehe ich da nicht Jack Gyllenhaal drin. Aber das ist mein eigener Geschmack. Ja, war jetzt so plötzlich zu Ende. Was ist? Du warst jetzt plötzlich so zu Ende. Ja, ich habe ja auch irgendwie die ersten paar Folgen geschaut gehabt, weil wir das irgendwie bei Fortsetzung Folge mal besprechen wollten. Irgendwie habe ich dann aufgehört zu schauen und es hat mich nicht wieder interessiert, da wieder reinzuschalten, weil das irgendwie so eine ganz komische Stimmung hat und es ist nicht so richtig treibend für mich gewesen. Und das Einzige, was mich halt interessiert, weshalb ich es wahrscheinlich nochmal anfassen werde und zu Ende gucken werde, ich will wissen, ob es so genauso ausgeht wie der Originalfilm. Oder ob sie da irgendwas anders gemacht haben. Ich will natürlich jetzt nicht verraten, wie das war. Ja, das ist das, was mich noch interessiert. Ich finde auch, dass es irgendwie ein bisschen weird ist, da Jake Gyllenhaal da in der Rolle. Hätte ich mir vielleicht dann doch jemand anders gewünscht. Ja, das passt irgendwie nicht richtig, gell? Ja, da gebe ich dir recht. Da, ansonsten, ich weiß nicht, auf einer Seite spielt er so diesen kuschenden und auch reumütigen und oh, ich komme angekrabbelt und es tut mir leid, meine liebe Frau und ich liebe dich ja. Und auf der anderen Seite scheint er aber auch von seiner Kollegin irgendeiner Art besessen gewesen zu sein. Und diese Kombination aus Figur passt irgendwie nicht zu Jack Gyllenhaal.
Also ich gucke es zu Ende. Ich will jetzt schon wissen, wie es ausgeht, aber ja. So mittelmäßig. Also man kann sie gucken, ist jetzt keine verschwendete Zeit. Aber ich gehe mal davon aus, dass es ausgeht wie der Film, wenn es darauf beruht. Ich weiß es nicht. Es läuft so ein bisschen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie der Film ausgeht. Der Film habe ich lange nicht gesehen, aber ich glaube, der hat schon eine Abzweigung genommen, die war ein bisschen anders. Ja, mal schauen. Ich schaue es mal zu Ende, dann werde ich einfach sagen, ob es anders ist oder nicht. Okay. Ja, worüber wir auch überhaupt nicht mehr gesprochen haben, ist Star Wars The Acolyte. Ich bin auch nicht auf dem aktuellen Stand. Ich habe die letzte Folge jetzt auch nicht gerade geguckt. Ich noch nicht gesehen. Oh mein Gott, ich habe nur mitbekommen. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, die Diskussion im Internet. Habt ihr die jetzt auch schon mitbekommen? Ja, ich habe es extra ignoriert, weil ich mich nicht spoilern lassen will. Deswegen, vielleicht reden wir da beim nächsten Mal drüber. Spoiler ich da jetzt lieber das auch nicht. Aber nee. Oh mein Gott. Also ich kann nur sagen, gefühlt versucht Disney tatsächlich Star Wars in die Wand zu fahren. Und zwar ganz, ganz katastrophal. Mhm. Ich krieg echt einen Vogel gerade. Ja. Und ich bin, denke ich, relativ tolerant. Nur es gibt Momente und es gibt Sachen, wo du einfach nur noch sagst, okay, jetzt wird's super schräg. Ich schau's mal noch. Das sage ich heute da jetzt sogar zu nicht, aber es, boah. Aber ja. Ich habe noch zwei Neustarts für euch, die ich mal ganz kurz nennen möchte. News. Machen wir es mal bei News. Es starten zwei neue Serien, auf die ich mal hinweisen möchte. Die erste Serie ist Love of My Life heißt die. Die startet auf Netflix. Da geht es darum, dass eine junge weiße Frau sich in einen Schwarzen verliebt und das in der damaligen Zeit hat das für einige Aufregungen gesorgt. Ja, das läuft auf Netflix an und auf Apple TV Plus läuft eine neue Serie an, die basiert auf einem Film, den ich sehr, sehr mochte, als ich klein war. Time Bandits mit Sean Connery übrigens, der Film, wo welche so durch die Zeit reisen und da verschiedene Abenteuer erleben in dem Film. Und das jetzt als Serie, unter anderem mit Lisa Kudrow in einer der Hauptrollen. Und wir wissen ja, Apple TV Produktionen, die sind aber nicht von schlechten Eltern, die sind gut gemacht und das Poster sieht auch schon mal gut aus, wie das Filmposter damals. Und deswegen, kennt ihr eigentlich den Film? Nee, ne? War ein bisschen vor eurer Zeit, oder? Ich glaube nicht, nee. Nee. Ich weiß gar nicht, ob der gut gealtert ist, ob man den Film noch gucken kann. Ich habe das Mikro aus, weil ich gerade geräuspert habe. Ich kenne ihn. Ah, okay. Ja, ich weiß nicht, ob der gut gealtert ist, ob ich den jetzt noch bedenkenlos empfehlen könnte. Ich glaube, John Cleese war auch noch mit dabei. Ich bin recht einer. Ja. Wie ist der Time Bandits? Time Bandits, genauso. Ich glaube, irgendwie in den 80ern oder so war der. Boah, nee, den kenne ich nicht. Ja, war, also wie gesagt, den mochte ich sehr, als ich kleiner war, ist halt so ein bisschen märchenhaft und so mit so einem kleinen Jungen, der dann irgendwie so, wenn er dann abends im Bett liegt, kommen auf einmal, geht so ein Portal auf und da kommen solche Leute raus, die nehmen ihn dann mit und dann reisen sie immer so durch Portale, durch die Zeit und so, kommen in verschiedenen Epochen an und so, das ist natürlich ein schöner Film gewesen. Okay. Das waren so die zwei Tipps, habe ich gesagt, wann der anläuft. Ich glaube nicht. Also beides läuft am 24. Juli an, also in 4 Tagen von heute aus gesehen. Nächste Woche könnt ihr ja mal reinschauen. Und dann, weil wir uns ja ein bisschen kürzer fassen wollen, gibt es jetzt nur noch schnell einen Musiktipp, nämlich nur einen mal. Wo habe ich denn? Hier ist der Bamba. Bis bald im Kinocast.